Frau Dr. Jonas. Wieder mal eine harte Schicht. Geh nach Hause und träum da weiter. Geil. Unterernährt, das sieht man auch nicht so in dem Ausmaß. Ist sie von hier? Keine Ahnung, ich weiß gar nichts über sie, Steffi. Ich schaff das schon alleine. Geh nach Hause in dein Bett. Du brauchst mal einen Break. Quatsch. So, es gibt jetzt einen kleinen Pieks. Achtung. Gut. Daddy, where's my daddy? Psst. Don't be afraid. Everything will be fine. Gamma-GT, wie bei einem Alkoholiker. Was hat sie nur dazu gebracht, sich eine Kette aus Blei zu basteln? Ja, vielleicht kein Geld für Spielzeug aus dem 1-Euro-Shop. Die haben auf einer riesigen Müllhalde gelebt, da war nichts mit Trennen. Die Kids haben da alles gesammelt, was sie finden können. Auch Kabel. Und dann verbrennen sie das Plastik drumherum, um an die Metalle heranzukommen, die sie dann für ein paar Cent verkaufen. Kannst du dir vorstellen, was da für giftige Substanzen freigesetzt werden? Cadmium, Chrom, Nickel, Dioxin, teilweise 100-fach über den Grenzwerten. Ich bin sehr gespannt, was uns der toxikologische Befund darüber erzählt. Mhm. Mann, Mann, Mann.